So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Heute kann man den Markt oder auch den DAX mit einem Wort umschreiben: crazy. Der Handelstag war sehr volatil und für Intraday-Scalper-Trader ein wahres Fest. Denn am Vormittag hat der DAX mit einem Gap Down eröffnet, hat hier unten, man sieht exakt dieses Gap vom 9. Mai geschlossen und anschließend schoss er direkt nach oben. Hier hat also da auch noch die Position, die hier eingegangen worden ist, gehalten. Der Stopp war ja am letzten Kauf, am letzten Buy-Trigger. Da lagen wirklich noch circa 5-6 Punkte dazwischen. Und schoss über 200 Punkte nach oben. Und hier war man leicht geneigt, eventuell Teilgewinne mitzunehmen. Allerdings wäre hier wieder ein direkter Kauf dann drin gewesen. Wenn man das als ersten Impuls sehen würde, hier wäre dann die Korrektur zu Ende. Dann wäre hier auch Intraday war eigentlich schön abzuzählen, dass es hier ein Aufwärtsimpuls ist und wäre spätestens, wenn man hier wieder bei der 10.000er Marke wieder long gegangen. Ich habe hier wirklich, lag ich dann falsch, habe ja dann Analyse geschrieben, hier den Stopp hier unten sollte man platzieren wenn es ein erster Aufwärtsimpuls ist, sollte dieses Low halten. Tat es dann nicht. Also ist man hier jetzt erstmal im DAX flat. Hier erst gut 240 Punkte mitgenommen. Jetzt wieder 100 Punkte eben abgegeben. Ne, waren 120 Punkte. Aber gut. So, der DAX hat ein neues Tief gemacht und nachbörslich stand er, kann man aber auch kurz mal einblenden, den Handelsplatz JFD Brokers, konnte wieder von dem Tief, fast auch wieder 100 Punkte, eine Gegenbewegung einleiten und der Schlusskurs im Future-Bereich war dann eben unter 9.900 Punkte. Morgen wird es zunächst sicherlich nicht einfacher auf Xetra. Und so wie es aussieht, muss man jetzt hier eben auch eher kurzfristig Intraday-Chancen suchen und eben nicht mehr, ich schalte hier nochmal auf den Tag um, und womöglich hält hier nicht mehr das Tief. Aber solange es noch hier hält, bin ich noch jetzt leicht optimistisch, dass wir hier noch größeres Aufwärtspotenzial sehen könnten. Aber dann schauen wir eben die Aktien an, was die heute aufs Parkett gezaubert haben. Die wichtigen, die Telekom, kämpfte Intraday kurz überwunden wieder auf Schlusskursbasis. Hatte den Widerstand nicht. Hier die Deutsche Post hat exakt das Kursziel dann abgearbeitet. BMW hat jetzt heute enttäuscht, hat hier auch das Gap geschlossen, aber auch auf Tagesbasis, könnte jetzt hier auch nochmal ein Tief eher folgen, also wenn es jetzt hier eben nicht hält. Die SAP ist wieder hier oben abgeprallt und die Daimler hält eben noch den flachen Aufwärtstrend, aber ist auch gefährlich. Also gerade eine Siemens, Deutsche Post,
ja, haben die Kursziele abgearbeitet, hier die SAP und BMW einen Teil abgearbeitet. Allerdings, ja, die Woche hätte besser laufen können von den Analyse-Sachen und Trading-Sachen im Forex-Bereich. Gibt es hier noch Pfund gegen kanadischen Dollar? Legt man hier im Rainbow über dem Stopp mit dem US-Dollar, Euro-US-Dollar, gab es hier einen kurzen Ausbruch und steht hier knapp vor einem Stopp-Level dieser Position oberhalb von 1133. Wäre für mich immer noch was Größeres nach oben möglich. Ja. Aber im Idealfall hält es und das Währungspaar steigt. Pfund gegen neuseeländische Dollar gab es ja hier gestern, beziehungsweise vorgestern dann den Ausbruch. Und gleichzeitig wurde hier dann hier die erste Position, die Long-Position verkauft und eine andere aufgenommen. Und hier sollte dann der Rainbow halten. Das war's. Morgen, wie gesagt, wird es sicherlich genauso spannend und volatil weitergehen. Und ja, kleinere Intraday-Setups wird es sicherlich morgen geben. Was Größeres, ein größeres Update erfolgt dann erst am Wochenende wieder. Danke und bis morgen.